In diesem Video werde ich mit meinem Leute unterhalten. Wenn ihr das zuschauen wollt, dann verpasst das Video nicht. Let's go! Hallo und herzlich willkommen zu meinem YouTube-Kanal Fima Quer S. So gehen Sachen. Also, Leute, wenn ihr mich schon kennt, oder auch nicht, mein Name ist Akinasan Antitas und das war richtig. Ihr habt es gewusst, wie ich heiße und heute ist es schon 12. Böllim, ihr habt euch gewünscht. Und ich werde heute geht es um Thema Unterhaltung mit Leuten. Also nichts zeigen, wie man Werbung schaltet, weil ich kann ja gar nicht Werbung schalten. Ich wusste 1000 Abonnenten haben, um Werbung schalten zu können. Aber ich würd eigentlich machen, einfach unterhalten und so weiter und ja und so weiter. Ich würde sagen, let's go, los geht's. Ich rede mit den Leuten. Guten Morgen. Herzlich willkommen zu meiner Schule. Heute haben wir den Datum. Muss ich mir das auch mal aufschreiben oder was? Genau, heute ist der. Wir haben heute 19 und sie haben schon wieder Masken auf. Wieso haben sie Schutzmasken auf? Ich habe gar keine Maske. Hä? Weil wir haben 2019 und nicht 2020. 2020 kommt bald. Aber 2019 haben wir jetzt und wir haben es jetzt. Wir haben September 2019. Mhm. Oh, wer hat das? Guten Morgen, mein Stefan. Ach, Scheiße. Ja, genau, ich meine sie, ja. Guten Morgen. Ich gebe dir nicht die Hand. Was? Guten Morgen. Setzen Sie sich. So. Können wir jetzt mit der Besprechung starten, weil ich muss gleich zur Arbeit. Ganz ruhig bleiben, ich mache das schon entspannt, ja? Ganz ruhig bleiben. Ja, ganz ruhig. Ich komme gleich. Freunde, ich komme gleich. Ich muss einen Stift holen. So, ich habe einen Stift geholt. So. Wir haben ja heute und ich habe gehört, was heute gegen die Grundsatzgruppe passieren wird. In München am Spontanhöhe wird ein Muskelring vor dem Lokal in Trapia in der Gulliastraße passiert. Das weiß ich jetzt schon. Wollen Sie das wissen? Wir haben jetzt 13 Uhr. Aber in 10 Stunden später ist 23 Uhr. Da gibt es der Mastlerei vor dem Trafia-Lokal in der Gulliastraße. Das meine ich ja. Mein Gott. Warte mal, kann man chillen, Demme? Hm? Du musst chillen, Dedem, ja. Langsam chillen, Dedem. Chillen, Dedem. Tamam. Tamam. Ei! Mein Gott. So, am Dienstag, den 10. September 2019. Ja, was ist da jetzt? Hat ihre Tochter leider 4 plus? Was? Warum denn?
Weil sie in Deutsch nicht so gut aufgebracht hat. Habe ich gedacht, ja, am 3. September 2019 gibt es ein Elterngespräch. Was ist mit Freitag, den 13. Dezember? Da habe ich doch schon ein Video gemacht. Freunde, oben rechts findet ihr den Video, wo ich am 13. September 2019 ein Gespräch aufgenommen hatte, also gestern. Damit ihr Bescheid weißt. So. Jetzt haben wir aber September 2019. Wir haben es zurückgemacht, jetzt haben wir 2019. Ich muss gleich zur Arbeit los, bitte. Sagen Sie mal, wollen Sie mich verkackeiern? Natürlich gehen Sie gleich, warten Sie doch. Sie müssen aber ein bisschen schnell machen. Wenn mein Chef wird sauer. Juckt mich das? Natürlich juckt mich das nicht. Ihre Tochter darf rein. Komm rein! Und die Ton. Bitte kannst du ein bisschen erklären, was da los ist. Papa, Mutter, was ist denn los? Guten Morgen, wer hat die das? Guten Morgen, Anna. Kannst du das ein bisschen erklären? Mutter, ich kann es dir doch erklären. Hey, erklär mir, warum hast du viel Plus? Du bist in Deutschland geworden, du bist Türkin. Warum hast du einfach Deutsch plus in Deutsch? Kannst du mir das erklären? Ich hab dich aufgepasst. Immer mit meinem Freund geredet und so weiter. Richtig. Aha, richtig. Ja, stimmt. Wenn ihr zwei noch einmal redet, ne, im Deutschunterricht, dann gibt's richtig ja gar nicht mehr. Habt ihr mich verstanden? Hast du mich verstanden? Ja, ich hab dich verstanden. Gut. Gut. Jetzt. Ja, wir haben. Du bist Anna, ne? Du bist in der. Ja. 9.10, ne? Ja, bei mir in der Klasse. Wir haben heute. September 2019. Ich habe bei den Fußballfans gesehen, wie die sich über Schlägerei verabredet haben heute Abend. Ja, ich will zu diesem Lokal gehen und dann werden wir sehen, ob es passiert oder nicht. Werden wir sehen. So, Seite. In Mathe hast du hast du 1 plus, also wirklich sehr sehr gut. Du haben doch ein 1 plus in Mathe, also was ist denn. Also wenn du so schlau bist, was heißt 23 plus, oh Quatsch, 23 plus 8, 35, voilà, ich gebe dir gleich eine 25. Plus 8 Cent? 31? Ja! Ja, sehr gut. Was ist denn? 32 plus 9? Du darfst dich hinsehen. Das ist Schummel.
Also vor 2 Tagen hast du gute Note bekommen. 1 plus. Also vor 2 Tagen. Hier. Also gestern, vor einem Tag. In Sport hat sie nur 2 Minus geschafft. 2 Minus ist doch schlecht, oder? Nein, nein. 2 Minus ist wirklich gut. Na, kein Witz. Da wird Sportlerin ein paar Jahre. Nein, ich bin doch Sportlerin. Ich bin doch Sportlerin. Krass, aber sag ich. Mann, ja? Ich darf sagen, was ich will. Du hast mir nichts zu sagen. Mutter, zieh doch deine Maske aus. Warum hast du Maske? Ich muss zur Arbeit. Okay, tschüss. So, also reden wir nochmal über die Deutsch, okay? Ja, ist besser. Tschüss. So, du bleibst jetzt hier. Warum? Wir haben doch Zeit. Aber du weißt, heute bis zu 14 Uhr nachsitzen. Ja, bis 13.15 Uhr. Das heißt, eine Stunde in 14 Uhr kannst du runter. Hast du nicht verstanden? Ist ja gut. So. So, 14 Uhr haben wir. Das bedeutet 14.15 Uhr. Auf geht's. Tschüss, bis morgen. Bis tschüss, Wochenende, bis Sonntag, bis Montag. Bis Montag. So, jetzt müssen wir
guten Tag, das wegen Marike gerufen. Ja? Die Tochter hat 2 schlechte Noten und 2 gute Noten. Halten Sie kurz. So, Marie, setz dich hin, komm. Marie, mach mich jetzt böse, komm ins Rein. Du bist jetzt. Hey, du sollst keinen Schiss haben, wo komm ich her? Komm jetzt rein, hab ich gesagt. Mach mich jetzt böse, ja? Sekunde, ich komm schon. Hinsetzen! Und ganz laut! Marie Anna Blatt. Meine Freundin Anna hat auch schlechte Noten. Nein, warum? So. Wenn ich noch eine Person sehe, die hier Maske aufhat, gibt es richtig Ärger mit mir. Wir hatten keine Masken auf. Ja. Ist es nicht Maskenpflicht? Warum? Was für Maskenpflicht, du Penner? Hä? Was für Penner? Warum sagst du mir Penner? Weil du Pennerstraße bist, unter Bock geschlafen. Hey, let's go. Ja. Mach mal bitte schneller, ich hab heute keine Zeit, ich muss zur Arbeit. Ja, ich mach entspannt, du kleine Schisser. Schisser? Du? Schisser. Wenn das so weiter geht, dann müsst ihr alle aus meiner Schule raus. Hä? Welcher Grund? Ja, eben jetzt. So. Heute am Maskenfreitag um 19 Uhr, also wir um 9 Uhr, hatte sie B- bekommen, Deutsch. Marie, du hast uns angelogen, ne? Du hast gesagt, du hast in Deutsch 1+, aber hast du aber nicht. Könntest du es erklären, was warum es so ist? Ja, ich hab immer von du da. Warum lügst du deine Eltern an? Wieso? Ich kann euch alles erklären. Schuss jetzt! Hinsetzen! In Mathe, gestern hast du 5+ bekommen. Marie, was denn? Was soll der Scheiß jetzt? Was für Scheiß sollte das sein? Ja, dass du Mathe 5+ hast. Was ist denn? Okay, warum hast du gesagt, 29 plus 9 ist gleich 32? Du hast gesagt, ich hab dir 29 plus 9 gesagt, du sagst einfach 31. Also deswegen hast du 5+ bekommen. Also du hast die Wahrheit gesagt. So, am ersten Schultag hatte sich im Sport 1+. Sport. Perfekt. Und die Biologie am Mittwoch, 11.09.19, muss ich leider auch noch sagen. So, in Biologie hatte 6-, das tut mir leid, weil sie dort richtig schlecht und konzentriert war. Biologie eine 6-, hä? Was mache ich jetzt mit diesem Mädchen? Warum habe ich sie weggebracht?
Ja, damit sie in der Schule was lernen kann vielleicht. Und Kindergarten rumspielen. Und Sex machen. Wie meinst du das? Ja, wie meine ich Sex? Ja? Das Mädchen bleibt und lebt weiter. Warum ist es nicht böse? Ja, ich habe Spaß gemacht. Wenn das Kind verkraust, ist es richtig daran mit mir. Was mache ich jetzt mit dem Mädchen? Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Du kannst auch mit der einfach weiter rumdiskutieren. Ist nicht mein Problem. Okay, tschüss. Du bist durchaus mein Klassenzimmer. Freunde, ich muss das Video gleich beenden, aber vorher will ich nur mal sagen, das war ein schönes Video und so weiter. Und das Beste ist, dass ihr auch da seid. Ich würde sagen, abonniert jetzt diesen Kanal. Aber was? Ihr habt gesagt, ich soll auch verabschieden. Okay, ich würde empfehlen, den Kanal zu abonnieren, falls ihr noch nicht gemacht habt. Ich würde sagen, tschüss.